Das ist übel. Pass mal auf. Da da eh nur die Ärzte dran gehen. So, wir müssen doch die Betten so stellen können. Immer Doppelbetten sozusagen. Ist jetzt nicht gerade das allerbeste, gebe ich zu. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. So kriegen wir wenigstens ein bisschen mehr Leute hier rein. Genau genommen 2 Patienten mehr, ne? Oder? Doch, 2 Patienten mehr. Ja, den Feuerlöscher lassen wir da. Upp, Entschuldigung, bin ich müde, das täuscht. Schrank verkaufen wir, komm. Da haben wir Prestige 4 wieder erreicht. Oh, wir können mittlerweile auch hier Behandlung und Diagnose einschränken. Das ist praktisch. Das heißt aber, wir können 2 Stationen einrichten, ne? Eine für die Behandlung, eine kleinere für die Diagnose. Maintenance announcement. Automated snack machines need restocking manually. Aber ergibt das Sinn? Da bin ich mir unsicher. Wir lassen es erstmal so, würde ich sagen. Also würde ich nicht nur sagen, sondern sage ich auch. Und wie lange braucht ihr hier noch für den letzten? Nichts mehr, ne? So, allgemeine Diagnose hat viele Leute in der Warteschlange. Joa. Okay, pass mal auf, wie wäre es denn, wenn wir die Sachen tauschen? Den Raum hierhin? Und jetzt auf die andere Seite. Ich weiß noch nicht wie. Ich möchte es versuchen. Die Bücherregale übersehen, die tun wir auch mal dahin. Und du kommst auch mal eben irgendwo anders hin. Ach ja. Ich sehe hier unten leider nichts. So.
Tür. Weiß noch nicht. Okay. Fehlt uns eigentlich nur ein Platz für die Heizung. Ich stelle jetzt erstmal dahin. Und da ist noch der Mülleimer. Auch der kommt noch erstmal dahin. Dann passt das. Super. So. Bank. So, Dalle. Dann kommst du wieder so auf nach dahin. Der Raum hier. Jetzt können wir den kopieren. Und noch hier neben setzen. Wenn wir, ja, genau, das praktisch wegnehmen. Ja, komm, das Zertifikat ist absichtlich jetzt hinter der Pflanze. Das lassen wir so. Schön. So, die Bänke. Erstmal auf die Seite. Raum kann abgeschlossen werden. Jawohl. Pock. 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 Ja, bitteschön. Jetzt haben wir hier noch Bänke übrig. Dafür. So, Snack- und Getränkeautomat da oben hin. Bitte sehr. Flop, flop. Flop, flop. Flop, natürlich mit hartem P. Ne? Klar, flop. So und joa. Joa. So. Bitte. Weiter geht's. Sondermeldung. 6 Patienten, wir haben 2 von 6 geheilt. Das ist echt schlecht. Ehrlich. So, jetzt brauchen wir einen weiteren Krankenpfleger. Nehmen wir mal hier den Chutney.
Nur für Diagnose sozusagen. Ach ja, es fehlt an Heizungen, das ist korrekt. Oh ja. So. Passt. Oder? Ich denke schon. Dann haben wir jetzt hier noch zwei Mülleimer in der Gegend rumstehen. So. Ciao. Und eine weitere Apotheke brauchen wir auch. Ja. Wir haben jetzt 3 allgemeine Diagnosezimmer mittlerweile. Das ist heftig. So, hier sollen wir noch auf Prestige 4 kommen, wie auch immer das möglich sein soll. Ich hätte die Aufgabe nicht annehmen sollen. Da war auf jeden Fall noch irgendwo eine Apotheke, eine zweite. Ich habe jetzt nicht viel Möglichkeit. Es sieht halt alles komisch aus in diesen komischen, geformten Gebäuden hier. Wir haben jetzt einen wunderbaren freien Gang, aber ich muss ja irgendwo noch eine Apotheke unterkriegen. Ich hätte das hier unten auch noch anders gestalten können. Aber jetzt lasse ich das so. Dieses Gebäude bleibt so, egal was jetzt gesagt wird. Wir setzen die Apotheke nach draußen in den Garten. Nicht. Ach so, das geht nicht. Ja, dann. Ja, dann nicht. Okay, nein, die Apotheke ist gerade nicht zu einem Helikopter geworden und davon geflogen. Das täuscht. Das täuschte. Ja, ich setze die jetzt hier hin. Ärztezimmer jeweils einen schmaler, ne? Damit ich an ihn passen. Ja, abbrechen. Ich kopiere jetzt einfach nach hier unten hin. Ist er ja nicht für immer. Oh, 2 Ärzte machen Pause. Jetzt habe ich schon noch mehr Ärzte und es reicht immer noch nicht aus. Hier haben wir noch einen für die Apotheke. Und Station.
So, du darfst Apotheke und Station. Bitteschön. Hier fehlt wieder Wasser. Halbwegs. Ah, da kommt schon jemand und gießt. So. Schwupps. Perfekt. Wir müssen wahrscheinlich in diesem Krankenhaus auch irgendwann dieses Grundstück noch dazu kaufen. Den schönen Bauernhof erstmal abreißen. Es sind auch noch zwei verschiedene. Sehr schön, wenn ich einfach die ganze Stadt aufkaufe. Naja, als nächstes würde ich aber sagen, machen wir eh weiter mit diesem Universitätskrankenhaus, damit wir da mal ein bisschen was lernen. Beziehungsweise das da Erlernte dann mitbringen. Schwupp. Die VIPs gucken wir uns dann beim nächsten Mal an, wenn wir hier wieder hinschalten. Jetzt überall einen Stern, ne? Ja. Wir können uns ja irgendwann mal darum kümmern, zwei Sterne zu erreichen. So, Karriere. Verdiene 100, also eine Million insgesamt. Tausende. Wir haben 100 Pflanzen gegossen, 5 Maschinen-Upgrades. Perfekt. Boah. Ja, fände ich mit niemandem so einfach. Pass auf. Sag doch einfach mal ein paar Namen. Wie sollen wir unser Unternehmen nennen? Wir können das umbenennen. Das wusste ich noch gar nicht. Also habe ich wahrscheinlich einfach vergessen und dann verdrängt. Also, Namensvorschläge gerne gesehen. Und wir kümmern uns mal um die Universitätsklinik. Mitten University. Der Rektor der Mitten University ist von unseren Fortschritten beeindruckt. Man hat uns eingeladen, für die Mitten University ein Forschungs- und Ausbildungskrankenhaus aufzubauen. Das ist eine tolle Chance für uns. Wir können eine Forschungsabteilung aufbauen und neue Technologien entwickeln. Wir werden jedoch nur Medizinstudenten und Krankenpfleger einstellen können. Deshalb müssen wir für Weiterbildungsmöglichkeiten sorgen. Die Mitten University wird uns für jeden Mitarbeiter, den wir weiterbilden, und jedes Forschungsprojekt, das wir abschließen, zusätzliche Mittel zukommen lassen. Zuallererst brauchen wir aber eine Forschungslizenz. Das Ministerium wird sie uns gewähren, wenn wir unsere technologische Kompetenz durch den Aufbau eines Krankenhauses mit einigen verbesserten Maschinen demonstrieren. Ah. Oh, das könnte ganz interessant werden hier. Ich baue schon mal eine Aufnahme. Und danach, jetzt kommt der Wortwitz des Jahrhunderts, beende ich diese Aufnahme. Ha!
tosenden Applaus bitte. Dankeschön für diesen Wortwitz. Okay, wenn ja eh keiner mehr zwischenpasst, könnt ihr auch näher zusammenrücken. Oder habt ihr was gegen euch? Seid ihr irgendwie verfeindet? Nein, ne? Nein. Okay. Ah, man kann jetzt irgendwie näher an den Rand dran bauen, habe ich zumindest den Eindruck. Ghetto Blaster, das ist wichtig, den müssen wir hier freischalten. Hä, warum? Na, da kommt man natürlich dann nicht mehr an den Schrank dran. Okay. Flup. Ein Assistent. Bitte schön. So, den Rest machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Euer Nordoron. Over and out.